Moin Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mal ein bisschen mit euch quatschen. Ich bin nämlich auf dem Weg zur Erstinspektion und will noch die 1000 Kilometer voll machen und fahre deswegen noch ein bisschen durch die Gegend. Ich habe jetzt 920 Kilometer. Geil. Und es fehlen noch 80. So, auf dem Weg zum Händler sind es glaube ich so um die 50. Das heißt 30 Kilometer müsste ich noch machen. Ja, geil. Und vielleicht für die, die nicht glauben, dass die XSR keine Wheelies schafft, dann würde ich sagen, gönnt euch. Das Ding macht so geile Wheelies ohne Scheiß und damit beginne ich den Vlog. Nee Leute, also ich bin noch dabei, ich darf nicht über 6000 Umdrehungen drehen, deswegen habe ich die jetzt gerade auch nicht so hochgezogen. Aber einfach nur, um euch zu zeigen, dass die XSR zumindest für mich ein echt geiles Bike ist. Es erfüllt wirklich alle Punkte, die ich an Anforderungen habe quasi an ein Motorrad. Darüber möchte ich mit euch auch so ein bisschen quatschen, warum also ich die XSR 700 gekauft habe und nicht die 900 oder nicht noch eine Supermoto. Und für mich hat es eigentlich drei Key-Aspekte, also wirklich drei Aspekte, die mir persönlich extrem wichtig waren. Und das waren einmal, oh, jetzt muss ich mir die Kurve hier nehmen, geil. Das waren einmal, kann das Ding Wheelies, weil mir macht Wheelies fahren einfach mega viel Spaß. Und das kann sie nämlich, und zwar mega entspannt. Also überhaupt nicht auf Krampf oder so, sondern wirklich super, super easy. Dieser Zweizylindermotor ist einfach, ist einfach geil, wirklich, ist einfach nur geil. Also Wheelies kann sie ohne Probleme, habe ich euch hoffentlich schon bewiesen, auch wenn meine Wheelies natürlich nicht so gut sind. Das Vorderrad geht easy hoch, macht also sehr viel Spaß, sehr viel Laune, der Motor hat also ein schönes Drehmoment, was richtig Laune macht. Das Design ist der zweite Punkt, also ich muss natürlich auch eine Karre fahren, die mir persönlich gefällt, und ich glaube hier, gerade bei dem Fahrzeug, gibt es da zwiegespaltene Meinungen. Also für mich absolut geil. Ich liebe dieses Design. Ich werde noch einige Änderungen vornehmen. Also die Blinker stören mich, die Spiegel stören mich vom Look her. Und der Scheinwerfer, da wird auch umgerüstet auf LED. Und dann kurzes Heck und so weiter, anderer Auspuff, weil die ist mir auch viel zu leise. Und da bin ich echt fasziniert, wie die Ingenieure das hingekriegt haben, dass das Fahrzeug wirklich so leise ist, wie sie ist. Mit dem Originalauspuff. Also das ist echt unglaublich, wirklich. Also wirklich genauso schlimm wie bei der SMCR. Also die ist auch mit dem Oripod so unglaublich leise. Also das ist einfach nur geisteskrank. Nice. So. Und dann kommen wir mal zu Punkt 3. Also 2, Design. Mir gefällt sie wirklich sehr, sehr gut. Falls ihr Bilder von der Karre sehen wollt, schaut bei mir einfach auf Instagram vorbei. Da seht ihr eigentlich schon einige Bilder, die ich mit der gemacht habe, die ich feier. Einfach nur, weil es einfach geil ist. Punkt Nummer 3 ist, lass mich kurz überlegen, die Tourentauglichkeit, genau. Und auch hier bin ich vollstens überzeugt, also das Bike ist genial, für Touren perfekt, weil ich bin jetzt vor kurzem eine Tour mitgefahren in die Eifel, mit der Fahrschule Tiefass hier aus Krefeld, super Leute, wirklich mega geil. Und Autobahn fahren, mega entspannt, lange drauf sitzen, mega entspannt. 120 im sechsten Gang bei ungefähr 5000 Umdrehungen, super entspannt, also wirklich geil. Ich bin jetzt aktuell in meiner aktuellen Lage echt vollkommen überzeugt von dem Bike. Ich hätte mir auch die 900er holen können, den Dreizylinder. Aber da hat mir bei der Probefahrt schon einiges nicht so gefallen. Und dieses Plus an Leistung hat es mir irgendwie nicht rausgehauen, dass ich mir gedacht habe, ja Mann, also das killt alle negativen Aspekte vom Bike. Nee, hat es für mich nicht. Auch wenn die XSR 900 echt abgeht, aber die Leistung war es mir dann doch nicht so wert, weil es hat halt einfach mehrere Punkte, mehrere Aspekte, wieso ich mich dann doch gegen die XSR 900 entschieden habe. Um es kurz zu fassen, Design, Sound, vor allem Sound, also mir gefällt der Dreizylinder-Sound nicht so gut wie der Zweizylinder-Sound.
Und diese übertrieben krasses Luftgeräusch von der Airbox bei ungefähr 100 km/h ist bei der XSR 900 einfach nur penetrant und das hat mir absolut nicht gefallen. Wozu ich dann am Ende dann dazu gekommen bin, einfach die XSR 700, achso, und der Preis natürlich. Also die XSR 700 kostet halt auch eben 2000 Euro weniger. Und mir reicht die Leistung vollkommen. Also das Ding kann Wheelies, das Ding kann geil Touren fahren, das Ding hat Power, so dass es Spaß macht. Und ich kann das Ding halt eben bis kurz vor den Begrenzer drücken und dann ist es geil. So, ne? Die XSR 900, da bezweifle ich, dass ich jemals da irgendwie kurz vor den Begrenzer komme. Und auch hier schon der Aspekt quasi, ich fahre lieber ein Bike, was ich quasi bis an die, knapp vor die Grenze komplett durchballern kann, als ein Bike, was ich nur so semi-halbwegs vernünftig fahren kann, weil die einfach zu overpowered ist. Von daher für mich XSR 700 perfekt, also macht wirklich Laune das Bike. Kurven fahren auch sehr geil, also die lässt sich super, super leicht in Kurven schmeißen. Auf der Eiffeltour einfach nur ein Traum. Größtes Vertrauen in die Originalbereifung habe ich nicht. Nicht, weil ich jetzt schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, das nicht. Ich habe äußerst gute Erfahrungen mit der Originalbereifung gemacht. Grip wirklich bisher in allen Lagen, auch bis zum Punkt, wo ich die Fußrasten geschliffen habe. Habe jetzt vor kurzem die Fußrasten geschliffen in Kurven. Und ich zeige euch jetzt hier das Bike direkt. Das ist eine geile Location, glaube ich. Ich habe vor kurzem jetzt Fußrasten geschliffen. Und da hatten die Reifen auch optimalen Grip, also da hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Nur vertrauenserweckend aussehen tun sie jetzt nicht. Die sehen stylisch aus, ja. Die sehen aber nicht vertrauenserweckend aus. Liegt daran, dass diese Profilierung auf dem Reifen einfach irgendwie, ja, ich sag mal, schon hardcore ist, würde ich mal behaupten. Aber schaut euch mal diese Schönheit hier an. Also wirklich geil. Und natürlich, der Mango-Sticker darf nicht fehlen, Leute. Ist schon drauf. Ich werde das Ding auch noch so ein bisschen umstylen, ein bisschen umfolieren. Ich habe schon ein paar geile Ideen, aber im Großen und Ganzen bleibt dieses Weiß-Rot, glaube ich. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal hier eine kleine Hörprobe vom Oripod haben. Aber Leute, da passiert nicht viel. Ach geil, man, dieser Zweizylinder-Sound ist einfach fucking sexy, Leute. Ja, wie gesagt, ich habe mich echt in dieses Bike verliebt. Es ist saugeil. Vorne an der Gabel werde ich auch noch ein paar Änderungen machen. Hier kommt noch so ein Schützer drauf, damit die einfach ein bisschen bulkiger, ein bisschen dicker aussieht. Hier kommen diese Faltenbälge drauf, damit es geiler aussieht. Und was soll ich sagen? Sie ist wunderschön. Coole Location, oder? Ja. Hammergeiles Bike, Leute. Motocrumb-Sticker hier unten, ne, von dem Girl, darf auch nicht fehlen, Leute. Und was auch nicht fehlen darf, Support an mein eigenes Team, Team Zero, darf auch nicht fehlen. Geile Jungs und Mädels, die mit uns Parcours und Freerunning machen. Falls ihr die Videos nicht kennt, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr da Interesse am Thema Parcours und Freerunning habt. Aber zurück zum Thema, Leute. Also, wir sind hier beim Thema, warum ich mich für dieses Bike entschieden habe. Und ich glaube, ich habe schon einige Punkte genannt, die für mich auf jeden Fall sehr schwer wiegen und wichtig sind. Und dieses Bike erfüllt wirklich alle Anforderungen, die ich an ein Motorrad habe. Andere Leute haben andere Anforderungen, ich habe meine. Und ich bin äußerst happy mit dem Bike. Und ja, Power ist auch einfach auf jeden Fall genügend da. Drehmoment ist da. Anders als wie bei der SNCR, also da hast du wirklich so, ich sag mal, so eine halbe Sekunde Verzug oder nicht mal, so eine Viertelsekunde Verzug, bis die Power so richtig da ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe noch nicht Knallgas gegeben, ja. Ich kann es also noch nicht so ganz beurteilen. Ich weiß nur, Power ist da, aber ich gase natürlich langsam an. Ja, ich bin hier noch nicht so im Hardcore-Modus, weil ich sie ja noch nicht eingefahren habe. Aber wir sind ja auf dem Weg zur Inspektion und da wird sie dann fertig gemacht. Und dann werde ich sie so langsam ans Vollgas fahren, angewöhnen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie sich dann verhält, wenn ich sie eingefahren habe und ob ich dann nochmal so ein i-Tüpfelchen-Moment spüre, wo das Ding echt nochmal so abgeht, dass ich mir denke, fuck, ist das geil. Weil ich mich ja 1000 Kilometer wirklich entspannt mit dem Bike umgegangen. In der Eifel vielleicht nicht so ganz entspannt, da war ich schon
Also nicht Vollgas, aber da war ich schon so auf Halbgas, sag ich mal, weil es einfach zu sehr gebockt hat. Aber es hat sie ja vertragen, weil da hatte sie schon, ich glaube, 600 Kilometer drauf gehabt. Und da dürfen die auch ein bisschen mehr drehen. Also da habe ich die auch teilweise mal bis 6000 Kilometer gedreht. Aber jetzt nicht dauerhaft. Von daher sollte das kein Problem sein. Und ja, warum habe ich mich denn noch dazu entschieden, mir dieses geile Bike zu holen? Gibt es dazu noch andere Gründe? Weiß nicht, also normal, also ich bin halt auch so ein Typ, der wechselt seine Bikes irgendwie jedes Jahr. Und das ist ein Bike, was hoffentlich auch mal länger bleibt. Die SMCR hat es tatsächlich geschafft, dass ich sie länger im Besitz hatte. Und zwar habe ich die SMCR, glaube ich, ein Dreiviertel Jahre besessen, was äußerst lang ist für ein Bike. Aber ich hoffe, dass dieses Schmuckstück eventuell etwas länger bleibt. Vielleicht auch mit einem Zweitbike dann, wenn natürlich das Geld da ist. Und dann geht es auf jeden Fall wieder Richtung Supermoto. Aber jetzt für wirklich die Lebenslage aktuell ist das der perfekte Allrounder. Also Wheelies, Touren, Spaßfaktor, alles da, Leute. Design gefällt mir super gut. Ich habe mich auch halt gegen das Design der MT-07 entschieden, weil das gefällt mir nicht so gut. Da gefällt mir das Retro-Design viel besser. Und ja, kein Plan, Leute. Ich bin einfach aktuell zumindest wunschlos glücklich, was Bikes angeht. Und hoffe, dass ich dann irgendwie noch das Geld zusammenkratzen kann für einen T5. Beziehungsweise einen Transporter. Damit ich mir dann halt auch eben wieder mal Richtung Supermoto, aber dann auch nur Stuntkarre, also nur auf dem Spot und Stunten, was holen kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich echt mit dem Bike so glücklich bin, dass ich gar keine Stuntkarre mehr holen möchte. Wer weiß, mal sehen. Aktuell habe ich noch nicht so das Verlangen nach einer Stuntkarre, weil das Bike einfach echt endgeil ist. Wie gesagt, das einzige Manko ist immer noch halt die vordere Gabel, wobei man sich daran auch echt gewöhnt hat. Aber das hat mich auch nur gestört bei der Probefahrt, als ich Vollgas gegeben habe, also so richtig geknallt habe. Da ist sie mir halt echt zu tief eingetaucht beim Beschleunigen. Und ja, mal sehen, ob das hier jetzt auch der Fall ist. Oder halt nicht, ne? Also bisher muss ich sagen, kam ich sehr gut mit der Gabel klar, auch auf der Tour auf der Eifel. Ein paar Mal habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen zu weich, aber Kurven kratzen kannst du dann ja trotzdem, von daher passt es ja eigentlich. Und das Fahrwerk verzeiht dir auch echt viele Fahrfehler, was super genial ist. Ja, ich habe da echt keine großen Bedenken, mit dem Ding auch weiter noch ein bisschen rumzufahren. Ich werde das definitiv mal irgendwann vielleicht in Angriff nehmen und optimieren. Andere Federgabel, anderes Öl und so. Aber aktuell muss ich sagen, bin ich erstmal happy und da habe ich jetzt keinen Bedarf, würde ich sagen. Sobald der Motor dann halt frei ist, also offen, wo ich dann halt Vollgas geben kann, vielleicht kommt da der Gedanke nochmal auf, das Fahrwerk ein bisschen zu optimieren, aber aktuell bin ich sehr zufrieden. Da will ich jetzt erstmal an optischen Dingen arbeiten. Step by step, ne Leute, und was mir halt wirklich wichtig ist, ist echt mal eine Auspuffanlage, die auch mal taugt, also soundtechnisch, ja, also das ist halt eine Katastrophe, finde ich. Die Anlage hier, die ist, kritisch. Ja, Mann. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick geben in die XSR 700 und ja, wie das aus meinen Augen performt. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen davon überzeugen, das Bike auch zu holen, wer weiß. Ist ja auch echt ein geiles Bike. Falls ihr das in Betracht zieht, schreibt es doch mal unten in die Kommentare und vielleicht könnte man sich mal treffen und so eine kleine XSR 700 Tour machen oder so, alle gemeinsam. Und geile Bilder schießen, geile Kurven fahren und einfach das Bike-Life genießen. Ja, ich freue mich, Leute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Und damit verabschiedet sich Captain Mango. Ciao.